Wir überlegen ja als erster Sender, vielleicht sogar in Europa, in der Nachrichtenproduktion auf Handys umzustellen. Was ist deine Meinung dazu? Wie realistisch ist das, dass ein Fernsehen wirklich sagt, wir holen dieselbe Qualität raus mit schnellen, dynamischen, innovativen Möglichkeiten? Wir haben ja, also ich bin davon begeistert. Ich bin davon wirklich begeistert, weil ich denke, man zeigt die Möglichkeiten, die jetzt heutzutage geboten werden. Du gehst auf eine Pressekonferenz, du machst die Aufnahmen, du setzt dich anschließend ins Café. Im Café schneidest du deinen Beitrag. 3-4 Bilder aneinander hängen, eine Verpackung vorne und hinten, Salve TV und wie sich das gehört. Und dann hast du natürlich WLAN in dem Café. Also du suchst das Café jetzt nicht mehr nach dem Kuchen aus, den es dort gibt, sondern ob es dort WLAN gibt oder nicht. Aber WLAN gibt es ja heutzutage eigentlich überall. Das heißt, mit dem WLAN überträgst du dann direkt den Beitrag hierher zum Sender und der ist sofort verfügbar. Eine ganz provokante Frage. Wenn jetzt die großen Sender, die ja auch Nachrichten machen, die kommen zu dritt, der eine schraubt am Ton, der andere hält das Kabel, das sind diese klassischen Kabelträger. So, der Dritte hat dann seinen dicken Oschi, ne? Mhm. Jetzt bauen die das auf, sieht spektakulär gut aus, gehen dann wieder nach einem halben Tag und abends kommt dann so ein 30-Sekünder oder ein Minüter. Jetzt kommt jemand mit dieser hochentwickelten Kamera. Ja. Du meinst mit dem iPhone, mit dem Telefon? Ja, macht mit dem Telefon die Bilder. Ja. Natürlich immer vorausgesetzt, ist alles ein guter Blick und stabil gehalten. Schneidet es gleich noch hier und schickt das. Und der macht es jetzt, sage ich mal, eine halbe Stunde, wo die anderen drei jetzt vielleicht 4-5 Stunden brauchen zu dritt. Ja. Wie ist das berechtigt? Im Grunde genommen. Könnte dieses Telefon dem Konkurrenz machen, eine schnelle Nachricht zu produzieren? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir können damit eigentlich mit allen mithalten, die es auf dem Markt gibt. Wir produzieren in HD. Meine Idee ist ganz einfach die, wir bekommen am unteren Ende der Produktionskette oder des Produktionsbereichs, bekommen wir eine neue Schicht eingezogen von vielen, vielen Leuten, die mit dem iPhone produzieren werden, die produzieren Nachrichten, die produzieren einfache kleine Imagefilme und so weiter und so fort. Die verdienen damit ihr Geld. Und wenn sie ihr Geld verdient haben, dann werden viele davon sagen, jetzt will ich etwas Besseres, jetzt will ich etwas Größeres mir kaufen. Und dann kaufen die sich was anderes und kommen dann vielleicht doch auch wieder zu dritt. Nur für die Bereiche, wie zum Beispiel jetzt hier Nachrichten, quick and dirty, schnell irgendwo hinzugehen, zu reagieren, was aufzufangen, was einzufangen. Von mir aus auch hier nicht hier in Erfurt, sondern die Aufnahmen finden statt in Dresden, weil dort etwas passiert, was für hier wichtig ist. Dann ist das Café eben in Dresden. Der Kuchen schmeckt dort bestimmt genauso gut. Und die Übertragung findet sofort statt. Das heißt, 200 Kilometer Autobahnfahrt fallen weg, bis die Nachrichten hier sind. 2 Stunden früher hat man die Nachrichten.